was mir gesagt wird. Daher geht es an sich ganz gut klar. Es tut mir echt leid, man. Es tut echt weh, diesen Spielstand nochmal, also das halt nochmal neu zu spielen, ohne dass es halt so ist. So, weil wir müssen jetzt, jetzt glaubt, wird nochmal eine Cutscene kommen. Alles drum und dran, aber die werde ich dann euch reinschneiden. D-Shard, Plastic und Dr. Mirror haben den Reflection-Virus fertiggestellt. Mit ihm kannst du Krugers Reflection-Projekt zerstören. Und nicht nur Icarus und Dr. Mirror, sondern auch Millionen andere Bürger in Glass vor der emotionalen Versklavung zu bewahren. Begib dich in Plastics Versteck und nimm den Virus an dich. Dr. Mirror und Plastic werden wissen, was als nächstes zu tun ist. Ermutige ihn doch nicht. Ich habe geschlafen. Na, Hauptsache, er ist beschäftigt. Ist er bereit? Ja, ist er bereit. Sagen wir das nicht? Es gibt eine Konsole im Hauptkontrollraum der Shard. Lade den Virus dort hoch. Er wird das Trägersignal dauerhaft unterbrechen und so die Reflection-Naniten deaktivieren. Du musst einfach nur ganz nach oben. Der Rest regelt sich von allein. Mehr oder weniger. Kinderspiel. Genau. Das war der größte Run aller Zeiten. Oder mein Tod. Na, dann gehen wir es mal an. Noch einen letzten Rat? Nicht sterben. Ich schließe mich an. Das ist unsere Chance, Reflection im Keim zu ersticken. Also, los, Kleine. Rette uns alle. Die Shard, es ist soweit. Du hast den Virus und weißt, wohin du musst. Ins oberste Stockwerk des höchsten Gebäudes in Glass. Doch was wird dich dort erwarten? Wird Kruger dort sein? Deine Schwester? Wird der Virus funktionieren? Reflection muss aufgehalten werden. Und du hast dich entschieden, alles zu riskieren, um genau das zu erreichen. Für deine Freunde, für all die Mitarbeiter da draußen, die sich nicht einmal bewusst sind, in welcher Gefahr sie schweben. Und für Noah. So, wir sind jetzt einfach nur bei dem, bei unserem Hauptversteck, wo damals Noah noch mit drin war, durchgelaufen. Über die U-Bahn. Den neuesten Zahlen zufolge haben sich inzwischen beinahe eine halbe Million Mitarbeiter für Reflection angemeldet. Und Zehntausende haben es bereits erhalten. Das ist ein voller Erfolg. Es bringt den Grid total durcheinander. Reflection wird vieles durcheinander bringen, wenn wir es nicht aufhalten. Nicht zuletzt die Mitarbeiter selbst. Sobald Kruger anfängt, in großem Maßstab mit den Emotionsparametern zu experimentieren, ist alles möglich. Es ist fast schade, dass wir das nie erleben werden. Nein, es ist nicht Plastik. Glass ist nur der Testlauf. Wenn sich Reflection hier als Erfolg erweist, wird es das Konglomerat für alle Mitarbeiter in Cascadia obligatorisch machen. Es wird ihnen auch noch das letzte bisschen persönliche Freiheit geben. Ja. Und hier fliegt bei mir im Zimmer eine olle Fliege umher. Die ist so nervig. Holy shit. Wir können dich sehen, Faith. Was Plastic damit sagen will, ist, dass es ihr gelungen ist, auf einige Nachrichtendrohnen zuzugreifen. So können wir dich bis ganz nach oben begleiten. Und ich kann sie nutzen, um einige Funktionen des Gebäudes zu hacken. Aufzüge und sowas. Es sieht aus, als würden sie die Leute evakuieren. Nur einige wenige. Sie glauben offenbar immer noch, dass sich die Schäden beheben lassen. Bleib in Bewegung, Faith. Aber pass auf die beschädigten Bereiche auf. Das Glas dort ist möglicherweise zu brüchig, um dein Gewicht zu tragen. Ja, ist es auch. Also, wie man sieht, die werden auch schön zerschossen. Hier bin ich auch da bei der ersten Aufnahme ein paar Mal runtergefallen, weil ich dachte, dass ich halt über die, aua, über die roten Dinger rüberlaufen muss. Sie sind schon seit dem Bombenanschlag in höchster Alarmbereitschaft. Sie würden auf alles und jeden schießen. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem Schlimmsten rechnen. Ich wünschte, ich könnte das auch erleben. Ich dachte, ich schaue mal auf der Party vorbei. Freut mich übrigens, dass du so gut vorankommst. Ich kann es kaum erwarten, Reflection endlich aus meinem Körper zu kriegen. So funktioniert das nicht, Icarus. Der Virus wird das Trägersignal unterbrechen, wodurch die Nanos deaktiviert.
wenn Sie das Reflektorträgersignal abschalten, bevor ich dort bin. Soweit wir es von hier aus beurteilen können, rechnen Sie weiterhin nicht mit dem Einsturz des Gebäudes. Es sind zwar einige Leute geflohen, aber die meisten bleiben dort. Ja, weil sie dämlich sind. Es könnte auch sein, dass wir uns irren, Plastik. Könnte es nicht. Ich habe die Berechnungen zweimal durchgeführt. Hast du dich schon jemals geirrt, Plastik? Ja, Control, sie ist es definitiv. Nein. Ich hab sie! Du wirst das nicht machen, um weiter nach oben zu kommen. Such nach einer Stelle, an der du es verziehen kannst. Mal ein gewaltiges Gebläse. Ich denke, du kannst dich von einem der Blätter nach unten fördern lassen, Jay. Mach das nicht, dann will ich dich wieder ansteigen, sobald du hochgehst. Das ist der Hammer! Das nenne ich mal knapp. Na komm hoch. Ich bin jetzt oben. Aber auch dieses Feeling, Mann. Holy shit. Einfach mal da drüber fliegen. Tschüss. Uiui, die fallen aber wirklich tief, holy shit. Egal, wir machen jetzt mal fix weiter. Ich schalte ihn ab. Das war's. Beeil dich. Ja, ich bin unterwegs, Mann. Selbst meine Schwester könnte sich da reinhacken und die ist sogar noch dämlicher als Koma. Ich habe eine Drohne verloren. Ein herabfallendes Trümmerteil muss sie erwischt haben. Dieser Bereich ist instand. Fuck! Falsches Karten. Ja, falsch. Nein! Mann, Alter, falsch hingesprungen. Aber jetzt müssen wir halt, wie man sieht, schön von Stinkchen zu Stinkchen springen. Selbst meine Schwester könnte sich da reinhacken und ist sogar noch dämlicher als Koma. Ich habe eine Drohne verloren. Ein herabfallendes Trümmerteil muss hier haben. Dahin? Da ist die. Ja, die ist halt mega schwer zu sehen hier. Wo man wirklich hinspringen muss. Zack. Au. Fuck. Da habe ich zu spät reagiert. Ja, es fallen noch Trümmerteile auf uns auf den Kopf. Ich glaube, das war in der ersten Aufnahme. Heute ist, nehme ich ja am gleichen Tag auf. Glaubt das gleiche Problem. Ich glaube, da ist mir das Ding auch auf den Kopf gefallen. So, zack. Ich habe eine Drohne verloren. Ein herabfallendes Trümmerteil muss sie erwischt haben. Dieser Bereich ist im Start verfehlt. So, diesmal aber ein bisschen mehr. So, und dann müssen wir nach rechts. Nein! Ich muss doch nach rechts, oder nicht? Alter, what the fuck? Ich spiele gerade zum zweiten Mal. Notgedrungen. Weil die erste ja leider nicht nix geworden ist. Ah, nur gut. Ich hoffe mal, dass auf YouTube, da die alle Cutscenes auf Deutsch schon mal sind. Ich hoffe es einfach mal. So, das zieht sich auf jeden Fall länger als gedacht. Hopp. Dahin. Dahin. Ich kann auch sein, dass ich warten muss. Weil ich schaff's ja vom Timing halt nicht her, direkt weiter zu springen. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich, als ob ich das zum ersten Mal spiele. Hopp. Hey, Kuma ist cool. Zack. Zack. Und hopp. Ja, wir müssen einfach warten, Mann. Ich depp. Ja, war, ja, gut, gebe ich zu. Das war eine Dummheit. Da wollte ich halt ein bisschen zu schnell schon hier durch. Und hopp. Und dann müssen wir nämlich hier lang und dann weiter hoch. Ja, da wollte ich halt ein bisschen zu schnell gerade hier durch. Ja, gut. Kann man ja mal aus Versehen machen, ne? Kann ja mal passieren. Zack. Zack. Das ist halt schwer. Achso, dahin. Da wäre ich fast runtergefallen. Holy shit. Zum Glück war da so ein Lüftungsschacht, ohne Scheiß. So, und einmal drüber her. Nein. Na komm. Ah, wie viele Lüftungsschächte es hier gibt, man. Holy shit. Jetzt
so eine Art Atrium erreicht. Das sieht halt aber auch so mega bombastisch geil aus, das muss ich echt sagen. Hopf. Ich habe noch nie zuvor derart viele Bäume gesehen. Hier ist es wunderschön. Die meisten dieser Wasser sind doch von aber Süßwasser, wird für Kaskadia schon bald ein überaus kostbares Gut sein. Schade. Die restliche Stadt könnte ein bisschen hiervon gut vertragen. Du musst ganz nach oben durch den Lüftungsschacht fällen. Ja, ist jetzt abgeschirmt. Das heißt, wir sind für einen Moment erstmal auf uns alleine gestellt. Zumindest funkmäßig. Wieso wollt ihr ja nicht springen? What the fuck? Ah, scheiße. Ich hätte, glaube ich, rausrutschen müssen. Fuck. Ah. Scheiße, Mann, Alter. Egal. Ich glaube, ich hätte rausrutschen müssen. Oh. Keine Ahnung, warum sie nicht rausspringen will. What the fuck? Wieso will... Faith, komm mal her. Wieso springst du da nicht raus? Ich weiß, es ist hoch. Ich habe auch vollkommen Verständnis, dass du das nicht machen möchtest. Aber... warum springst du da nicht raus? Holy shit. Und hopp. Warum sie es jetzt so macht, habe ich keine Ahnung. Aber nur gut, egal. Wenn sie halt rausspringt, ist es mir nur recht. Und man merkt, dass ich halt schneller jetzt hochgehen kann. Ja, das liegt halt daran, dass ich halt schnelleres Klettern halt schon, nachdem ich das erste Mal leider mit kaputter Aufnahme durchgespielt habe. Danach halt noch ein Level abbekommen habe und da das schnellere Klettern halt genommen habe. Warten wir kurz mal. Zack. Darum hat das vom Timing halt nicht vorhin nicht so hingehauen. Normalerweise passt es so vom Timing her, dass du ja komplett hochklettern tust in der Zeit, wo in der Zeit, wo denn das andere runterfällt. Du brauchst an sich nicht wirklich warten. Ja, und hier sind wir schon in dem, ja, wo wir eigentlich hinwollen, mehr oder weniger. Wow, das war knapp. Dann wären wir schon fast runtergefallen. Dann einmal zack, 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 zack. Schön hier hochklettern. Aber ohne Scheiß, Mann. Wie kommt man auf die Idee, jetzt so einen Scheiß zu machen? Ich habe keine Ahnung. Ohne Mist. Ich habe null Ahnung, wie man so, ich weiß nicht, lebensmüde sein kann. Zack. Aber dennoch, das Spiel ist halt mega geil. Das muss ich jetzt, das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Zack, schön durch die Scheibe durch. Schön da durch. Also es muss doch wehgetan haben, oder nicht? Schätze ich zumindestens. Weil so ein Pappenstiel ist es jetzt gerade nicht, durch so eine fette Dingens da durchzuknallen. Durch so einen fetten Fußboden. Zack. Und hopp. Wohin? Achso. Ja, wir sind auf jeden Fall gerade ein kleines Äpfchen so gesehen. Weil wir müssen uns wirklich von einer Plattform zur nächsten hangeln. Wir sollen ja nach ganz nach oben kommen. Genau. Zack. Was mich auch fasziniert, ist halt auch die gute, relativ, oder die geile Grafik halt. Aber Fazit mache ich nachher am Ende nochmal. Gehe ich halt ganz kurz drauf ein, ist halt ein bisschen, wow! Ist halt denn, ja, so als Abschluss, bla bla. Vor allem... Hoppala. Ja, Plastik, Mann. Icarus macht sich doch nur Sorgen um uns, Mann. Also, entspann dich. Und das ist halt so mega knapp alles. Okay, ich muss doch springen. Sicher, dass ich da halt auch wirklich rüberkomme. Und hopp. Da bin ich jetzt erstmal safe. Ja, ja. Nein. 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 Fuck.
Nein, Mann, Alter. Ich hab den Wallrun verkackt. Fuck. So, jetzt auf geht's jetzt hier. Was noch eine geile Funktion wäre, wenn man sich hier alle Cutscenes anstehen könnte. Hopp. Aber ich glaube, das geht nicht. Naja, ich hoffe mal, dass ich das alles hinkriege. Ansonsten habt ihr es leider nur so. Aber ich werde das schon hinkriegen. Vor allem, wer, ohne Scheiß, guckt mal, wie verdammt hoch das ist. Wer ist so lebensmüde? Hey Leute, hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat eines der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mag, um weiterzukommen. So, oh. Zack. Das ist einfach, oh Alter, das ist halt, mir läuft's kalt den Rücken runter, wenn ich das so sehe. Wenn man das so mitkriegt, das, weil das reißt ja durch die First-Person-View. Okay. Natürlich schaffe ich das. Hi. Vor allem, wie viele da sind. Wow. Plastik, du musst die Türen öffnen. Ja, gleich. Yes. So schnell wie möglich wäre ganz geil. Ja, ha, wow, au, 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 au,